Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen wieder auf dem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Und bevor es losgeht mit dem Video, erstmal vielen, vielen Dank für 2800 Abonnenten. Das ist wirklich krass, was zurzeit abgeht. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der mich immer wieder supportet, unter die Videos kommentiert, in den Streams dabei ist und so weiter. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ich habe ja vor ein paar Tagen so eine kleine Umfrage gemacht auf YouTube, zu welcher Waffe ich noch ein Warzone Video machen soll. Bei dieser Abstimmung haben über 180 Leute mitgemacht und die MP5 hat eindeutig gewonnen. Und deswegen gibt es heute mein persönlich bestes Klassensetup in Warzone, was sehr, sehr stark ist. Ich werde euch im Video natürlich nicht nur die MP5 zeigen, sondern mein komplettes Klassensetup und die Waffe, die ich zusätzlich im Verlauf der Runden immer noch hole zu der MP5. Die zweite Waffe, um die es geht, ist die M13, also wirklich ein absoluter Laser mit der Waffe. In der Kombination mit der MP5 kann man extrem viel Spaß haben. Im Verlauf des Videos werden wir natürlich auch noch ein bisschen über das kommende Update reden und natürlich auch noch ein bisschen über die Tarnung, die jetzt bald kommen wird. Das wird ja bald eine neue Master-Tarnung geben. Da sind jetzt auf jeden Fall noch ein paar neue Infos dazu gekommen, deswegen bleibt gerne dran. Bevor es losgeht, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein kostenloses Abo, da würde mich echt mega freuen. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns in der Runde. Let's go. Ich wollte mich auf jeden Fall nochmal bedanken für den Support aus letzten Videos. Ist ja wirklich gut bei euch angekommen, weil dieses Top 5 unterschätzte Waffen in Warzone Video. Ich werde auf jeden Fall so eine kleine Top 5 Serie draus starten, in der ich immer wieder Waffen vorstelle, Klassen vorstelle. Wenn ihr da irgendwelche Wünsche oder Vorschläge habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Vielleicht werde ich das Ganze so auch umsetzen. Ich hatte auf jeden Fall an sowas gedacht wie Top 5 geheime Waffen in Warzone oder sowas in die Richtung. Ah, RIP. Ich habe ja wie gesagt auch schon in den letzten Videos immer wieder über diese neue Tarnung, die jetzt bald kommen wird, gesprochen. Mittlerweile ist auch der Name von dieser Tarnung ans Licht gekommen und zwar wird diese Tarnung Obsidian heißen. Ich bin sehr gespannt, wie sie aussehen wird. Obsidian ist ja eigentlich eher sowas Dunkleres. Oh, try hard doch nichts, es ist derselbe Ding. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Tarnung im Endeffekt aussehen wird, ob sie wirklich quasi einfach so standardmäßig wird, dass sie sich nicht bewegt oder ob es vielleicht sogar eine animierte Tarnung wird, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann. Schreibt mir auch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr euch von dieser Tarnung erwartet, beziehungsweise wie wünscht ihr euch, wie diese Tarnung aussehen wird. Ich kann mir auch wirklich noch gar nicht vorstellen, was man alles für die Tarnung machen muss, also es wird sehr, sehr schwierig sein, denke ich. Ich denke mal mindestens 1000 Headshots oder sowas in die Richtung. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass was Neues kommt. Ich war hinter der Wand. Das Update, was wir jetzt am Dienstag bekommen werden, wird auf jeden Fall wieder so sein, dass wir ein bisschen was runterladen müssen. Ich denke mal, es werden so circa 20 GB sein. Natürlich kann es ein bisschen mehr sein, ein bisschen weniger. Aber so grob in den Dreh wird das Ganze auf jeden Fall sein. Gulag ist halt Standard. Let's go. Ich hoffe auf jeden Fall, dass in diesem Update noch ein paar Kleinigkeiten gepatcht werden. Es gibt ja immer noch extrem viele Probleme mit Hackern. Ich glaube, vor 2 Wochen ungefähr hat Call of Duty auch stolz angekündigt, dass sie so und so viele tausende Hacker und Cheater irgendwie gebannt haben. Allerdings habe ich so das Gefühl, wenn man Crossplay aktiviert hat, dass doch so viele Leute noch am Start sind, die hacken. Das Ganze ist auf jeden Fall extrem nervig, vor allem für Leute, die jetzt quasi nur auf dem PC am Start sind und nicht irgendwie die Möglichkeit haben, Crossplay zu deaktivieren. Das ist jetzt schon die 3. Runde, ohne dass ich euch jetzt so wirklich die MP5 zeigen konnte. Ich habe natürlich auch vor dem Video noch einige gute Runden erspielt, um jetzt live nicht auf Krampf irgendwelche Runden zu erspielen. Ah, es tut mir leid. Die MP5 ist wirklich im Multiplayer einer der stärksten Waffen, allerdings jetzt auf Distanz ist sie jetzt nicht unbedingt das Beste. Deswegen habe ich mir jetzt hier mit der zweiten Ausrüstungslieferung nochmal eine M13 geholt, die wirklich ein absoluter Laser auf die Distanz ist. Bald wird auch das neue System kommen, in dem man quasi mehrere Waffen miteinander mixen kann. Da bin ich auch sehr gespannt, ob man wirklich nur die einzelnen Waffen miteinander mixen kann oder wirklich komplette Waffenklassen und Aufsätze. Da bin ich echt gespannt, wie sie das Ganze umsetzen werden. Aber ihr seht schon, wie krank präzise diese Waffe einfach ist. Ah, let's go. Wenn man jetzt quasi den Gegner irgendwie halbwegs im Visier hat und ungefähr den Rückschuss einschätzen kann, kann man wirklich extrem mit der Waffe lasern. Die M13 ist jetzt vielleicht nicht die stärkste Waffe, aber mit diesen Aufsätzen, mit denen dieses Spiel mit Abstand einer der präzisesten Waffen, die wir haben. Ah, nein. Was? Let's go. Gab ja auch damals dieses Tamagotchi-Bundle, was man sich, glaube ich, für 5, 6 Euro kaufen konnte. Das Ganze ist jetzt auch mittlerweile auch im Battle Pass, das heißt, man hätte sich auch diese 5 Euro sparen können, hätte sich für 10 Euro den Battle Pass kaufen können und hätte dann einfach viel, viel mehr gehabt, viel, viel mehr Möglichkeiten gehabt. Bis jetzt läuft's ganz gut. Aim ist weg. Okay, die müssen hier drin sein. Was ist denn das? Nein! Ja, schwieriges Thema. Digga, er zerstört sie einfach alle. Was? Er wird uns holen, let's go. Komm, ich muss mir jetzt noch kurz meine Waffen holen. Nein! Ich werde sterben. Was? Er lasert mich. Boah, ich werde sowas von sterben. Oh,
Oha, ich habe jetzt natürlich nur noch die MP5 im Nahkampf und ja, den Raketenwerfer. Oh, mein Aim. Schwieriges Thema gerade. Okay, nur noch einer da oben. Komm schon. Oh, ich sehe nicht. Let's go! GG's! Sehr, sehr nice Runde. So, ich zeige euch jetzt erstmal mein persönlich bestes Klassensetup in Warzone mit der MP5. Auf jeden Fall nimmt ihr hier bei der Mündung den Monolith-Schalldämpfer für die effektive Reichweite und die Geräuschschalldämpfung, dass ihr einfach nicht auf der Minimap angezeigt werdet. Beim Laser benutze ich den taktischen Laser für die ZV-Geschwindigkeit, die Zielstabilität und die Zielstabilität beim Laufen. Dann beim Unterlauf benutze ich den Ranger-Vordergriff für die Rückschusskontrolle und die Zielstabilität, was auch sehr, sehr wichtig ist in Warzone. Bei der Munition bin ich mir nicht ganz so sicher, also ich benutze meistens das 45-Schuss-Magazin. Allerdings habt ihr auch die Möglichkeit, das 30-Schuss-Magazin zu nehmen. Und natürlich ist das 30-Schuss-Magazin ein bisschen stärker als das 45-Schuss-Magazin. Da einfach der Schaden höher ist. Allerdings der Nachteil hier ist, man hat 15 Schuss weniger, was in Warzone schon entscheidend sein kann, vor allem wenn man jetzt quasi gegen mehrere Gegner kämpft. Und zu guter Letzt bei den Griffen haben wir das gemusterte Griffband, einfach für die ZV-Geschwindigkeit und das Sprinten zum Feuertempo. Und das ist meine persönlich beste MP5-Klasse für den Warzone-Modus, also ich komme sehr, sehr gut mit dieser Waffe klar. Allerdings, ich würde euch immer empfehlen, eine zweite Waffe zu holen und deswegen zeige ich euch jetzt noch mein N13-Klassen-Setup. Ich spiele das Ganze meistens so, dass ich immer Geist aktiviert habe, das heißt quasi, ich habe einfach eine standardmäßige Zweitwaffe dabei, wie zum Beispiel eine Pistole oder einen Raketenwerfer in dem Fall. Und dann warte ich, bis die erste Gratis-Ausrüstungslieferung auf die Map spawnt und hole mir so quasi mit der zweiten Ausrüstungslieferung meine M13-Klasse. Ihr könnt natürlich auch Geist direkt weglassen und einfach direkt Overkill reinhauen, dass ihr quasi direkt die MP5 habt und direkt die M13 ist natürlich auch eine Möglichkeit. Hier bei der M13, die wirklich ein absoluter Laser in Warzone ist, benutzt ihr bei der Mündung wieder mal den Monolith-Schalldämpfer, dann beim Lauf den Tempus Meisterschützenlauf, der für die effektive Reichweite, die Kugelgeschwindigkeit und die Rückschusskontrolle gut ist. Dann beim Visier habe ich das GI-Mini-Rotpunkt-Visier. Natürlich, ihr müsst jetzt nicht unbedingt mit Visier spielen, könnt theoretisch die Waffe noch präziser auf Distanz machen und einfach bei dem Schaft den ersten Fortschlag Stalker-Schaft nehmt für die Zielstabilität. Dann beim Unterlauf benutze ich den Ranger-Vordergriff einfach für die Rückschusskontrolle und wieder für die Zielstabilität, dass die Waffe wirklich extrem präzise ist. Bei der Munition habe ich das 50-Schuss-Magazin. Ihr könnt natürlich auch das 60-Schuss-Magazin nehmen, allerdings 50 Schuss reicht eigentlich aus. Und das ist meine M13-Klasse, wirklich auch eine sehr, sehr nice Waffe. Wie gesagt, testet die MP5 aus, testet die M13 aus. Wenn ihr jetzt noch Wünsche habt mit Klassen-Setups, die ich zeigen soll von irgendwelchen Waffen, die ich jetzt noch nicht gezeigt habe, schreibt mir gerne einen Hashtag und dann eure Waffe in die Kommentare. Ich werde dann natürlich auch noch ein Video machen zu der Waffe, die die meisten Hashtags bekommen hat. Deswegen macht gerne mit, lasst mir ein Feedback da, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Videos verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der Runde. Let's go. Schön. Oh, einer ausgestiegen. Ein K.O. Hab ihn. Hol ihn mal. Noch einer. Zwei noch, die noch. Vom Blauen. Die dies. Auf der, glaube ich. Mit. Er ist durchgezogen. Hab ihn. Er ist tot. Team down. Hab ihn, Team down. Ab. Nee. Let's go. Erwischt. Hab ihn. Ich hab hier einen Team down. Close. Und Team down. Team down. Ich hab keinen Ding. Wow. Von der Seite. So, das wäre es auf jeden Fall für ein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid und nichts in Zukunft verpassen wollt, lasst auf jeden Fall auch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich echt mega freuen. Und ja, das war die MP5-Klasse mit der M13 gemischt. Also wirklich eine sehr, sehr nice Kombi. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, welche Waffen ihr zusammenspielt, welche MP spielt ihr mit welchem Sturmgewehr. Würde mich auch mega mal interessieren. Und Leute, das wäre es für ein Video. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.